Wenn du das liest, bist du dumm. Es ist Don Balvano. Oh, Alter, was habt ihr hier gemacht, Digga? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh, Bro. Möchtest du, dass dieser Mann dein Auto fährt? Der hat das ganze Ding abgebaut und dir so ein kleines Kackding hingebaut. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist, glaube ich, eine fortgeschrittene Geisteskrankheit, würde ich sagen. Minecraft spielen. Einfach mal Minecraft spielen, Leute. What the Fresh. Wir haben heute was ganz Feines organisiert. Feini, Digga. Wir haben Community-Event heute wieder. Wir haben letztes Mal ein AMG getuned, ja? Das war schön, das hat sau viel Spaß gemacht, Leute. Aber ganz ehrlich, ihr wisst, was die Königsklasse an Streamern ist und an Autos. Gut, an Streamern bin es wahrscheinlich ich, weil so regelmäßig, wie ich momentan streame, kann das ja nur ich sein, oder Tobi? Absolut nicht. Absolut nicht, du hast komplett recht, Digga. Aber die Königsklasse an Autos, meine Freunde, sind natürlich ganz klar Lamborghottis. Lamborghotti Ferrazios. Und diese werden wir uns heute anschauen, um genau zu sein, einen Lamborghini Huracan Performante S. Ja? Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen neongrünen. Ihr habt es erkannt, meine Freunde, wir werden heute gemeinsam das Auto von Montana Belek hier in der Community tunen. Und wer das Auto am besten tunt, der wird von mir den Schlüssel von Montes Auto bekommen. Ich weiß doch noch nicht genau, wie ich das anstellen werde, aber ich glaube, dass Tobi sicherlich bereit ist, in Montes neues Haus einzubrechen, während ich ihn ablenke mit einer Dose Red Bull. 64, warum nicht irgendeine andere Seite? Digga, klingelt jetzt hier, oder? Gib's einen auf die Schnauze, Digga. Aha! Die neue Summer Edition von Red Bull. Hier sehen wir auf jeden Fall schon einmal eine getunte Variante mit ausgebautem Innenbaum. Innenbaum, oder? Ist es ein Innenbaum? Ist richtig, ne? Nee. Gebaut hat das der liebe Yorkshire wieder, der Ehrenbruder, Joost.fgn. Schreibt den gerne auf Instagram, der freut sich immer darüber. Wir haben hier wirklich alles drin. Wir sehen hier den Motor mit den Zylindern. Wir sehen hier das Interieur. Wir sehen hier sogar die Gaspedale, die Bremspedale und ein Kupplungspedal, was schwachsinnig ist, weil das ist eine Automatik. Ja, so sieht die Karre hier aus. Wir haben einmal hier die graue Variante und natürlich hier, wie sollte es anders sein, der echte, meine Freunde, der einzig wahre Lamborghotti von Montana Belek, meine Freunde. Geisteskrankes Auto. Kann man nicht anders sagen. Wirklich sehr, sehr schön. Hier auch mit den original performante Huracan Rennstreifen hier an der Seite. Dieser wunderschönen Bespoilerung hier hinten und diesem komischen Auspuff und diesem seltsamen Ding, was einfach aussieht wie ein Arschloch. Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich erwarte jetzt natürlich von euch ganz, ganz klar, dass ihr dieses Ding hier ausbaut, tunt und als Community das Beste draus macht. Und ich würde sagen, wir fluten mal ganz gut den Server, Leute. Lasst euch whitelisten. Link ist jetzt im Chat. 100 Leute haben also wieder die Möglichkeit, ihre Kfz-Mechatroniker-Skills auszupacken und das Ding hier auf Max-Level zu tunen, ja? Ne, gehen wir zum Auspuff? Warte, ich gehe hinten zum Auspuff vom Getunten. Okay, bin. Bro, what the f*** ist mit Montes Lambo kaputt, Alter? Ich weiß es ja nicht. 100 Leute, wir sind 100 Leute auf dem Server. Woo! Ja, Lollig. Ich würde sagen, jeder von euch kriegt seinen eigenen Lamborghotti zugewiesen und ihr könnt jetzt anfangen, die zu tunen in 3, 2, 1, go. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Hier steht das AMG von, aber ist ja in Ordnung. Nein, ist ja nicht schlimm. Ist ja ein Lamborghini AMG Aventador, ne? A genau. Für Performante, A, ja. M für Minecraft und G für Gönnung. Der Typ fängt auf ganz stabile Art und Weise an, erstmal einen fetten Pimmel auf Montes Lambo zu setzen. Polo HD 77 sehe ich auf jeden Fall, Bro. Ist auch genau das, was Marcel gesagt hat. Er wollte auf jeden Fall eine S-Bahn in der Garage und einen fetten Schwanz auf seinem Lambo haben. So sehe ich ihn, Digga. Also die meisten hier sind sehr, sehr, sehr vorsichtig und schauen sich erstmal ein wenig um tatsächlich, Bro. Er hier hat brennende Schwürste aus seinem Auto hinten raus. Könnte natürlich Feuer sein. Der hier hat auch Schwürste aus dem Auto gebaut. Bro, also, Digga, ich weiß ja nicht. Also kein Plan, Bro. So ein Ding so fährt ja nicht mit Durchfall einfach an der Stelle, ne? Kann man nicht anders sagen. Mach mal ein Community-Event mit einem Formel-1-Thema. Stimmt, baut mal bitte im nächsten Community-Event, bauen wir einfach, wie Dena bei seinem Autorennen letzter Platz wird. Das wird geil. Oder wir bauen einfach so, ihr müsst so YouTuber-Sachen bauen. Zum Beispiel halt, ihr baut Shirin Davids Musikvideo und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Wir geben jetzt kranke Topics an. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Wir bauen YouTube-Trends einfach. Ihr baut einfach die Trennung von Jody Mir. Auch interessantes Thema, sag ich mal, ne? Hier stehen drei Leute einfach zusammen auf dem Lambo und machen gar nichts. Die sneaken sich hier an. Und der Kollege hier vorne hat ein Haus hier drauf gesetzt, in dem er wohnt. Wenn du das liest, bist du dumm. Es ist Don Balvano. Digga,
AMG steht hier vorne drauf. Ja, Don Barbano, perfekt. Danke für nichts, Bro. Oh, ganz entspannter Spoiler hier vorne, Bruder. Wirklich. Bro, mit dem Spoiler, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Spoiler Bodenhaftung seinen Vater gegeben auf jeden Fall. Also der drückt auf jeden Fall wirklich der auf die Straße, Alter. Ich sehe ja hier, wie Kylo hier drin sind, eine fette Scheißwurst macht, ja. Wie jemand Monty hier reinsetzt oder wir dem Lamborghini einfach ein paar Augen verpassen. Ich meine, das ist auch eine tolle Idee. Kreativität, er kennt keine Grenzen, sage ich an der Stelle. Tobi, ganz kurz, ganz kurz, Digga. Das ist, also, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Digga, ja? Bro, hatte Deadmau5 nicht mal so ein Rainbow-Lambi? Lambo, warte. Nee, es war der Nyan-Cat Lamborghini. Wenn den hier einer hinzimmert, check mal das, Leute. Ich sag mal so. Huhu. Dieser Auspuff, Alter, komplett auf Entry-Time, Digga. Flipper. Ja, ich bin mal gespannt, was meine grenzdebile Community hier an der Stelle da rausholt. Da habe ich definitiv Bock drauf zu kotzen. Und wir checken das Ganze hier morgen nochmal aus und gucken, wie die Lamborghottis sich hier entwickeln. Bis dann, tschüss. Wir haben hier den Lamborghini von Montana Belek gehabt. Und jetzt bin ich mal gespannt, meine Freunde, wie ihr hier die Lambos getuned habt. Und mashallah habt ihr die Lambos getuned. Hier auf dem Auto steht erstmal Fisch drauf. Fisch mit SCH. Wir haben hier auf jeden Fall einen Dude, der hier aktiv am Flex ist mit dem Lambo. Turn up! Hier haben wir das Dollar Dollar Rich Mobil. Auch sehr wild. Hat sich die meiste sogar eine Straße drunter gedroppt. Der Bruder hier auf aktiver Ehrenbruder-Basis oben nochmal einen zusätzlichen Turbolader draufgesetzt. Auch diese vier Auspuffrohre hier, maximaler Drip an der Stelle, wirklich nicht verkehrt. Der Bruder hier auch den Spoiler geändert, nicht verkehrt. Und hier vorne noch so ein bisschen auf Skeleton-Rolex angelegt. Bro, Alter, was habt ihr hier gemacht, Digga? Hier ist sogar ein Duftbaum dran, Digga. Ich doll... Ganz ehrlich, Alter. Ja, Bro. Wer ist das hier gewesen? Der hat einfach oben drauf ein Haus gebaut. Ich meine, das kennt man ja. Auf Montes Haus ist ja bekanntlich. Auf Montes Haus ist ja bekanntlich ein Lambo drauf. Auf Montes Lambo ist ja bekanntlicherweise ein Haus drauf. Der Bro, das Auto einfach hier auf Nutella angelehnt. Ah, ist auch nicht schlecht, ne? Oh, hier, Digga. Das Auto-Aquarium, Bro. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht, Alter. Hier haben wir nochmal ein Fischmobil auf Regenbogen-Drip angelehnt. Das sieht auch fett aus. Ganz ehrlich, Alter. Wenn Monte so eine Karre fahren würde, ich würde es richtig feiern. Bin ich ehrlich, ne? Hier haben wir auf jeden Fall das Rich Baba-Mobil. Ich weiß nicht, was das hier vorne sein soll. Irgendein Name. Innen drin sitzt Akani. Sehr süß, Alter. Hier die Felgen, extrem krass. Und hier auch, oh, Digga, der Burnout, der hier gepult wird. Seht ihr das hier? Nicht schlecht, Bro, nicht schlecht. Der Ehrenmann hat sich hier auf jeden Fall gedacht, ich baue nochmal eine extra Beleuchtung drumherum. Perfekt, Alter. Sieht auf jeden Fall massiv aus. Vorne ein fetter Schwanz drauf, ein Propeller in der Mitte und ansonsten einfach nur gebaut, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Ist ein maximales Müllauto. Hinten kommt aus dem Auspuff. Ich weiß nicht, was das soll. Auch hier der blaue Wagen. Mashallah, Baby. Das ist Kylo. Okay, und das ist wahrscheinlich Monte, oder? Urgrößer als sein Kopf. Alles klar, Bro. Das hier auf Cabrio, Digga. Der Diamond Drip, Alter. Das ist er doch. Montana Belek, wie wir ihn kennen, oder? Bro, auch wildes Design hier, ne? Ich hatte gar keinen Bock, ein Monte zu bauen. Ne, ist perfekt. Monte sieht ja eigentlich 1:1 so aus. Wer das Foto im Teich gesehen hat, der weiß, wie Monte aussieht. Perfekt. Nyan-Cat-Mobil. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz wild hier in weiß mit einem richtig fetten Turbolader. Blöd halt nur, dass der Lambo-Motor hinten ist und dass der Turbolader hier vorne absolut gar keinen Sinn macht, Digga. Boah, Bro. Anders. Der hat das hier aufge... Oh mein Gott. Nein, 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 stopp. Monte, halt, stopp. Okay, hier vorne die Kofferraumklappe ist auf. Und Monte hat hier irgendwie wen gefesselt, Alter. Digga, Monte, alles in Ordnung bei dir? Bro, da ist einfach ein Mensch im Kofferraum. Das ist ein Kind. Ja, nice. Hier an der Stelle einfach mal das Auto von Yo Olli gefunden. Okay. Oh, Bro, das ist wirklich ein AMG hier geworden. Wen haben wir hier? Marcel Eris. Ah ja. Claudia und Knossi sitzen hinten drin. Und Knossi? Ein Ja, reden wir nicht drüber. Kylo ist auch nicht dabei. Perfekt. Arschgeiles Auto, Digga. Du bist komplett krank, Junge. Oh, Bro. Auf KSI. Oh, Digga, nice, Alter. Mein Skin geht so. Sieht aber nice aus, Digga. Schön hier. Akani auch am Start. Alter, das ist ein Kunst, Digga. Ganz wildes Auto hier. Das Trimobil. Okay, Leute. Wir vermerken uns. Wir bleiben bei der Karre hier stehen und drippen den Rest die Tage rein. Guck mal hier, so sieht doch Monte aus, oder? Du kennst ihn doch. Würdest du sagen, das ist Montana Black? Mit Uhr? Oha. Ja, ne? Tanktop. 1:1, Alter. 1:1. Okay, wir checken den Rest offscreen aus. Ich mach das in einem Video oder am Stream am Sonntag, okay? So, Leute, wir gehen jetzt mal mit der Reihe hier weiter. Diesmal wieder ohne Facecam und von zu Hause aus. Ihr kennt das Spiel ja bereits. Wenn ich es nicht schaffe, das irgendwie rechtzeitig fertig zu machen, dann wird hier einfach mal von zu Hause aus gespielt. Mittlerweile, liebe Tobias Cation, was geht ab, Alter? Hallo, meine Damen und Herren. So, wir gehen mal hier in dieses weiße Prachtexemplar hinein, meine Freunde. Wir sehen hier auf jeden Fall Akani mit einem extrem langen Hals und einem geöffneten Maul. Das ist ein bisschen weird so. Ansonsten echt schön gemacht hier mit dem Weiß und Gelb. Guck mal, Bello, sieht super aus, oder? Hast du ja Bello gesagt? Ja.
Ich heiß nicht Bello. Feini, Digga. Boah, Digga, der sieht böse aus. Guck mal, Alter. Ja, der ist echt sehr, sehr böse. Ey, der sieht aus wie so ein Rennwagen von der Rennstrecke aus, ne? Aus wie ein ADAC-Auto. Nein, kein ADAC. Das wäre das unpraktischste ADAC-Auto aller Zeiten. Sind so in einer Minute da, können aber da nicht helfen einfach. Ah, der hier hat hier oben ein M drauf gebaut. Interessante Herangehensweise und die Motorhaube schwarz gemacht. Da hat er keinen Bock mehr gehabt. Boah, Bruder, der hier, Digga, auf Scheich angelehnt. Guck mal, auf Iced Out hier mit. Digga, der sieht aus wie aus Dubai. Und da sitzt er auch schon, unser Freund Montana Belek hier im goldenen Unterhemd. Der sieht auf jeden Fall so aus. Rolex hier. Und Kylo ist nicht dabei. Hier dann noch ein Diamanten im Auto hängen. Und hier vorne noch ein Softdrink seiner Wahl. Digga, Mann, hier ist wieder jemand gewesen, der absolut psychische Probleme hat. Wirklich, guck dir, der hat hier einen Jump'n'Run drüber gebaut. Ach, ich doch nicht, Digga. Ganz ehrlich, raus mit dir, Schmutz, Big Mac, weg. Weg. Ausrufezeichen Prime und der Tag ist dein. Ja, an der Stelle, meine Freunde, wir sehen uns heute Abend im Stream, ne? 18 Uhr, neues Community-Event und so. Ihr wisst Bescheid, da ich richtig Bock drauf, Alter, ne, Tobi? Perfekt, würde ich sagen. Sieht sehr, 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 sehr wild aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch der Spoiler. Dann haben wir hier einen Lambo, der besteht komplett aus Diamanten und Schleimblöcken. Da steht Monte drüber und dann steht hier, habe ich gehört, also Don Primes haben, wer das liest, ist dumm. Rewe hat es gelesen, mein Auto hat kein YouTube-Bildwert oder Monte. Ach ja, und hier ist auch Monte. Ach, Digga, wie sieht mein Monte aus? Was ist denn mit Monte passiert? Monte hat einen ziemlich fetten Bauch und sein guckt raus und der aufs Lenkrad. Gehen wir einfach wieder in den nächsten Lambo, keine Ahnung. Schau ich mir lieber noch den hier an, wo hier oben einfach was Saufen draufsteht. Was ist das denn, Digga? Digga, was ist denn? Warum ist hier ein Einhorn hin? Wieso steht hier oben Fisch? Hier drinnen sitzt einfach ein Zurückgebliebener, der den Lambo fährt, Alter. Ich weiß nicht, ob dieser Mann einen Führerschein haben sollte, Tobi. Schau ihn dir an. Das Einhorn raucht Gras. Ach du Scheiße, Digga. Möchtest du, dass dieser Mann dein Auto fährt? Richtig, richtig hässlich geworden, kann man nicht anders sagen. Das hier sieht auch wild aus, muss ich sagen. Hier vorne hat es nochmal so ein... Ist das ein Grill? Ich kann es dir nicht sagen. Aber innen drinnen sitzt niemand Geringeres als niemand Geringeres. Also hier ist niemand drinnen. Hier auch der kleine Duftbaum hier dran. Das ist so ein Detail, Tobi. Das fühle ich ja sehr. Oha, Digga. Nass, Digga. Wie der aussieht hier. Schau mal. Was ist das hier vorne? Ach, das ist hier eine Nitroflasche. Ich dachte gerade, das wäre schon wieder irgendwas Ekliges gewesen. Da unten ist ein Geheimgang. Wir gehen mal kurz in den Geheimgang rein. So, auch mal. Ach nee, was kommt denn jetzt hier schon wieder los? Digga, der hat sich hier ein Haus reingebaut. Warum? Bro, hört auf, euch in Montes Lambos Häuser reinzubauen. Holy shit. Kokainarienvogel. Tag 30 Schildkröten halten sich bedeckt. Tag 5 hab Seegurken reingemacht. Jungs, wollen wir reden? Ach, Digga, was sucht den Fischhater? Hier drin haben wir einen Akani-Kopf und einen Kiffen-Akani mit Kippe im Maul, der das Auto fährt und hier steht Fisch drauf. Ja, verstehe ich wieder nicht. Bro, der hier ist wild, Alter. Guck mal. Mit offenem Verdeck auch wieder hier. Hier auch so Speedstreifen, siehst du das? An der Seite so. Der Typ hat einfach einen Helikopter draus gebaut, ist sicherlich interessant und innen drin sitzt mal wieder ein komplett geistig verwahrloster Mensch. Dieser arme Mann sollte keinen Führerschein haben in meinen Augen. Hier haben wir ein Get on my level, armer Wish. Ich hab das so, ja, Get on my level steht da drauf. Revi stinkt auch. Dann haben wir hier Montana Black, der auf jeden Fall einiges durchgemacht hat in letzter Zeit. Seine Lippen sind wirklich aufgeplatzt. Und er hat riesige Nippel, Alter. Und sein Dach brennt. Das ist vielleicht auch erwähnenswert. Sein Dach brennt einfach. Nächstes Auto hier, auch wieder Monte mit einem Feuerzeug in der Hand und einem fetten Kippchen im Maul. Monte ist einfach nur noch ein Skelett, der sich zu Tode geraucht hat. Ja, hier sind sehr viele Kippen im Auto, wie du sehen kannst. Tobi, ist überall Kippen im Auto. Monte einfach sich im Auto tot geraucht, der Arme. Tobi, was sind das für Felgen hier? Was sind das hier für Felgen? Was ist das für ein Dulli-Auto hier? Der hat eine Rakete auf dem Dach. Das sind richtig übertriebene. Dieses richtiges Kinderauto, einfach wenn so ein 7-Jähriger ein Auto malt. Der hier sieht sehr wild aus, Bro. Der Blaue. Guck mal. Alter. Alter Roadster einfach. Digga, wirklich ganz nice, ne? Mit den Felgen, guck mal, die grünen Bremszettel und allem drum und dran. Also ich finde, die Felgen verkacken es ein bisschen. Ja, stimmt schon. Tobi, aber nein, Tobi. Was? Der hat das ganze Ding abgebaut und dir so ein kleines Kackding hingebaut. Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist der Och, beste Bro. Von allen, Digga. Wirklich, das ist der beste von allen. Bro. Boah, der Bruder, der Graue hier sieht auch wild aus, oder? Boah, Digga, der ist ein bisschen der fetteste, der ist richtig, richtig geil. Der wird auf jeden Fall mal gescrenshottet, also für den Thumbnail. So sieht's aus. So, der hier ist auf jeden Fall auch interessant. Von außen mit Blau, Grün und Türkis. Interessanter Colorway auf jeden Fall. Jetzt machen wir weiter mit dem UFO-Lambo. Der ist einfach rosa und pink und lila und Magenta. Und lollig? Ja, ist jetzt nicht mein Ding, aber hier steht Zimp hinten drin. Danke für gar nichts, Leute. Machen wir weiter mit dem hier. Der hat hier einfach einen Hotdog draufgesetzt. Der hier ist rot und Montos Kopf ist scheinbar geplatzt. Das sieht ungesund aus. Das ist, glaube ich, Akanis Kopf, Alter. Der ist dann, ja gut. Nee, dem geht's gut, der liegt hier hinten. Alles entspannt. Hier nochmal einer mit Iced Out. Das sieht absolut beschissen aus, wirklich. Also die
Entscheidung kann man auf jeden Fall mal direkt revidieren. Das ist wirklich unangenehm. Zum Glück hat der keinen auffälligen Spoiler, Bro, hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Was der wird auf jeden Fall die Aerodynamik von einem Flugzeug haben, Bro. Der klebt am Boden. Ja, reingeschissen, Aufgabe nicht verstanden, wirklich schlecht gemacht. Was haben wir hier? Was hier? Hier sitzt ein Typ mit Rotze auf der Seite. Oben auf dem Dach, Digga. Oben auf dem Dach ist Trimax mit einer Kippe im Maul. Mit einem Papagei hinten drauf. Der sch**t hier, seine Beine gucken hinten raus, siehst du das? Und hier vorne haben wir Superman. Das ist auch schon sehr geil gemacht, Digga. Das ist, glaube ich, eine fortgeschrittene Geisteskrankheit, würde ich sagen. Hier auf der rechten Seite ist nochmal ein Typ, der mit einem Bogen auf das Auto schießt. Ja, also all in all, interessantes Prinzip. Auch hier vorne mit der Rakete hinten drin feiere ich absolut nicht. Löchte ich bitte ganz schnell. Boah, Digga, Tobi, guck mal hier. Boah. Hier wieder jemand in der Achterbahn und Monte. Digga, was ist denn mit Monte passiert, Tobi? Wollen wir kurz drüber reden? Der hier auch wild eigentlich mit diesem komischen lila-blau-Drip. Not bad at all. Bro, guck mal, screenshotet ihr mal den Monte hier ab. Warte. Weil er kennt den richtig, siehst du den? Alter! Was denn? Guck dir mal die Karre an, Tidepod Lamborghini. Boah, wow, Digga. Digga, der kommt auf jeden Fall auf den Thumbnail, Auto. Da fahr ich die Karre ja mit. Mensch, der hier ist auch geil. Guck mal, siehst du den? Guck mal hier, Digga, hier haben wir nochmal Montana Belek, der hier vorne mit der Rolex und dem Smartphone flext. Bro, auch wild hier, der Schwarze, ne? Ja, Leute, interessantes GLP-Konzept auf jeden Fall. Nice Seitenschweller hier, die wirklich den Boden komplett einmal mitnehmen. Interessante Karren definitiv. Ich würde sagen, für mich gewonnen hat auf jeden Fall dieser Mosaik-Lambo hier. Der sieht richtig wild aus, Alter. Auf Fliegenteppich angelehnt. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich würde sagen, das war's von diesem arschgeilen Video. Schaut auf jeden Fall heute Abend nochmal rein, wenn ihr Bock habt, euch das Ganze reinzugeben. Es hat wirklich Bock gemacht. Und heute Abend wird nochmal ein bisschen was gebaut, Bello, nicht wahr? Bello. Ja, super, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns heute Abend im Stream. Macht's gut, ne? Tschüss, tschüss.